Hallihallo meine lieben Freunde der gepflegten Tagesunterhaltung und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Ah! Level 11, okay. Und ein Level 2. Also ich würde vielleicht auch ein Stück gerne. Ah, da könnte es. Die bräuchte ich eigentlich. Die müssten hier mal rankommen. Damit könnte ich nämlich meine aktuelle Rüstung nämlich wieder reparieren. Aber glaube ich auch nur, wenn ich eine Werkbank habe. Was ist das? Kann man das nicht ab? Übertrieben weit von daheim weg. Wo ich auch überlege, wenn wir jetzt irgendwo eine Stelle finden, wo wir guten Stuff abbauen können, der in der Nähe vom Wasser ist. Und wo wir geiles Zeug abbauen können. Schon überlegt, vielleicht da auch noch mal sich niederzulassen. Es muss halt aber auch am Wasser sein, um gegebenenfalls vielleicht die einen oder anderen Materialien von Punkt A dann mit der Boot nach Punkt B zu schippern. Okay, da hinten kommt schon mal so ein Schneebiom. Also aktuell ist uns jetzt noch keiner entgegengekommen, wo ich sage, oha, den müssen wir irgendwie weiträumig umlaufen. Weil ich möchte das Ganze tatsächlich jetzt auch gerade gar nicht beschreien. Also für da hinten brauchen wir auf jeden Fall etwas, um uns besser zu schützen, weil uns sonst kalt wird. Nehmen wir jetzt einfach mal total entspannt mit. Wo ich sagen muss, wir sind schon fast da, ja. Wäre eigentlich schon geil, da mal hinzugucken. Ja, moin! Ah, nur Raptor Level 2. Jetzt Betäubungspfeile, so Raptor Level 2 könnte man ja eigentlich mal probieren. Die sind, glaube ich, bösartig. Der nächste Raptor, den lassen wir jetzt einfach mal. Den lassen wir jetzt mal da. So, und das, was ich jetzt gesagt habe. Ja, ich möchte es nicht beschreiben. Und was passiert? Ja, so an einem. Oh, da müssen wir, glaube ich, vorsichtig sein, weil ich nicht weiß, ob der uns runterzieht. Aber die Physics hat er nicht. Die ist auch geil, so ein Wasserfall, ja. Wir ziehen einfach mal weiter, mal gucken, was passiert. Ui, ui. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Aber volle Bude. Krass, der Scheiß. So,
sind wir hier überhaupt? Also eine Höhle hat man ja vor allen Dingen auch schon mal gefunden. Da sind wir einfach mal reinspaziert. Alter, was ist das? Ja, ich denke, im Schneebiom brauchen wir gar nicht reingehen. Das können wir uns, glaube ich, schenken, weil dafür haben wir halt einfach keine Ausrüstung mehr. Ich denke mal, gleich wird's. Ja, jetzt heißt es nämlich, uns ist kalt. Und auf Dauer verlieren wir dadurch dann auch dementsprechend Lebensenergie. Ach stimmt, ich hatte irgendwas von dem Yeti gelesen und Mammuts. Das sind so T-Rex. Das sind T-Rex. Ich raste aus. Ja, bei den Vögeln hier bin ich mir nicht sicher, ob die bösartig sind. Die sehen auf jeden Fall böse aus. Und dem möchte ich mich vielleicht doch klein wenig distanzieren. Was jetzt? Wir haben Hunger. Uha. Also, wir könnten natürlich aber jetzt auch. Aha! Da kommt jemand angelaufen. Da möchte uns ins Leder. Was ist das Einzige, was ich jetzt verlieren könnte? Eigentlich habe ich jetzt bis dato noch keinen guten Stuff, bis auf die Armbrust, die halt wirklich den meisten Schaden hat von allen, die ich jetzt aktuell besitze. Weil Schaden mit 124 ist schon. Nur Leder und Fleisch. Okay, was können wir uns denn schenken? Glas und Kuh kann man ja auch herstellen. Ist halt auch die Frage, wie das dann funktioniert. Du hast uns nicht gesehen. Was ist das? Ja, die lassen wir mal lieber. Und was ist das? Hier scheint auf jeden Fall auf den ersten schon mal nicht bösartig zu sein. Puh, ich werde langsam ein bisschen nervös. Weil der Dschungel wird immer dichter. Und man sieht auf weiter Entfernung erstmal weniger. Das heißt, man könnte mit ein bisschen Pech urplötzlich vor irgendjemandem stehen, vor dem man vielleicht nicht unbedingt stehen möchte.
Ich scheiß mir gleich ins Wrack. Ey, ganz ehrlich. Also, dann merkt er wahrscheinlich, der Dude ist ein bisschen angespannt. Er redet nur noch so, so. Ja. Machen wir mal so ein bisschen. Vielleicht bin ich wirklich ein bisschen angespannt. Es wäre jetzt so das erste Mal, dass wir ganz entspannt auf den Deckungstour gehen und vielleicht nicht drauf gehen. Hau ab. Kommt doch schon der nächste angeschwommen. Ich habe keine Energie mehr, darum bin ich so langsam. So, da gibt es jemanden, der mir ins Leder will. Da. Ach, fickt euch doch. Da müsste ich lang, um wieder nach Hause zu kommen. Das heißt, ich habe hier volle Rakete die Arschkarte gezogen. Ich werde wahnsinnig. Ich bin auch ganz ehrlich, ich würde gerne unversehrt nach Hause kommen. Schon alleine, dann hätten wir die erste große Exkursion, ohne irgendwie irgendwo was zu farmen. Oh je, hey. Aber schon mal so eine kleine Expedition, um zu gucken, wo hier was ist. Wo man am besten langkommt. Zum Beispiel jetzt hier zum Schneebiom. Wissen wir, alles klar. Da könnte man theoretisch sogar auch ganz entspannt mit dem Fluss hinjuckeln. Und hier wird es mit Sicherheit auch irgendwas geben. Oder? Oh ja. Nein! Nein, 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 nein. Fuck. Wow. Nein. Oh, leck mich. Hätte zu schön werden können. Und alles nur, weil ich da runtergefallen bin. Ich könnte kotzen. Ich könnte wirklich kotzen, ne? Das kotzt mich gerade richtig an. Scheiße. So, was wir den ganzen Müll hier hinschmeißen. Dass man das jedes Mal von Neuem kriegt hier. Das ist auch so nervig. Oh, wegklettern den Mist. Da kommt nichts. So das Gefühl. Scheiße, aber... Erste Expedition war okay. Ey, mir fällt gerade ein, wir könnten theoretisch... Ach, ich zeig's auf dem Monitor. Das Floß nutzen, alle unsere Ressourcen... einpacken. Kann man auf das Floß...
eine Kiste stellen. Da die ganzen Ressourcen reinkloppen. Und dann mitnehmen. Überlege gerade, ob das geht. Weil wenn ja, wäre das natürlich geil, ja. Oh, ich hab zwei Schuhe. Aber dafür kein Oberteil, merke ich gerade. Okay. Das doch eigentlich geil, dann könnte man die ganzen Ressourcen holen. Und hier alles wieder aufbauen. Jetzt überlege ich gerade, könnten die Dinos, wenn ich die auf Wanderschaft schicke, hierher? Die hier, ach naja, das weiß ich halt nicht, weil der andere Dino, den ich eigentlich, auf den ich immer noch ein bisschen warte, der kommt ja auch nicht. Aber ich habe ja auch mehrere Dinos, das heißt theoretisch, eigentlich irgendwo muss ich ja sehen, was ich für Dinos habe. Wie viele und wo. Ach, ja, das habe ich ja auch noch. Hier kann ich ja Dinos suchen. Genau, hier kann ich vor allen Dingen auch mal mit der Maus ein bisschen rumeiern. Sehr schön, weil hier irgendwo haben wir doch, glaube ich, ein Lager und... Ey, jetzt muss ich lügen. Hier? Ja, ich glaube da. Dass wir hier einfach mal drumherum schippern, hier rein und uns unseren ganzen Kram holen. Aber was hat man da? Ich könnte jetzt natürlich nochmal alle meine Klamotten wegpacken. Eine Schnellreise dorthin machen, dann könnte ich gucken, was da noch für Stuff rumliegt. Und dann könnte man das entscheiden. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Hiermit kann ich ja vor allen Dingen euch auch auf der Karte was zeigen. Schön wäre es natürlich, wenn hier drauf markiert werden würde. Also wenn ich jetzt hier einen Pfeil setzen könnte, wo ich mein Stuff verloren habe. Es muss doch irgendwo muss es eine Dino-Liste geben. Was ich für Dinos habe, oder? Ich sollte mal duschen. Ja. Da ist er. Aber wo ist er? Hier steht vor allen Dingen drin, dass mein Dodo gekillt wurde. Aber der zum Beispiel, der muss ja noch leben. Kreaturen im Besitz. Achso, okay. Das heißt, irgendwo müsste ich es ja sehen können, vor allen Dingen. Ach ja, Gundula ist in der Gruppe. Kann ich die von hier irgendwie befehligen? Nee, ne?
das wäre halt auch zu einfach, ja. Kann ich vielleicht noch einen Unterordner machen? Alles verändern, ja. Okay, ich überlege tatsächlich gerade, wie ich das am blödsten mache. Also wandern warmer. Ich überlege auch, da müsste ich irgendwo, glaube ich, da drüben müsste ich mit dem Floß hin und nur mein Stuff wiederholen. Das werden wir vielleicht auch mal machen. Aber so wie ich das sehe, erst in der nächsten Folge. Ich werde aber schon mal langsam Segel setzen, dass wir auch zu Potte kommen. In der Zeit sage ich schon mal recht herzlichen Dank, meine lieben Freunde der gefleckten Tagesunterhaltung, fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen angenehmen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wenn ihr dieses Video seht. Lasst es euch gut gehen, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Oder wenn. Tschüss.